Wenn ich in diese Schokolade hier beiße, dann leiste ich damit einen aktiven Beitrag zum Kampf gegen Drogen. Kein Scherz. Die Schokolade gibt es ganz normal in deutschen Supermärkten zu kaufen. Und das Motto dahinter, das heißt Kakao oder Knast. Aber was genau hat es damit auf sich? Wir haben die Antwort gefunden. In Peru. Isabel Sevillano baut knapp 3 Hektar Kakao für die Schokolade an. Doch es ist nicht die Ernte, welche die Schokolade so besonders macht, sondern Isabel. Wir haben vorher Koka angebaut. Hier war eine Reihe Koka-Pflanzen. Wir haben es geerntet. Doch dann kamen sie und haben die Pflanzen zerstört. Und wir mussten von Koka zu Kakao wechseln. Sie, damit meint Isabel die Mitglieder von Cora, ein ziviles Programm zur Zerstörung von illegalem Koka. Denn das ist der Grundstoff für Kokain. Für den Krieg gegen Drogen braucht man Soldaten. Die Soldaten von Cora sind aber Zivilisten. Ganz normale Taxifahrer, Bauern, Menschen wie du und ich. 230 Mann, die illegale Coca-Felder zerstören sollen. Es ist risikoreich. Alles Mögliche kann da passieren. Es ist beängstigend. Aber wir machen es, weil es notwendig ist. Denn ein Peru ohne Drogen ist besser für unsere Kinder, Nachbarn, für alle. Die Staatspolizei soll die Männer vor Terroristen und Angriffen der Drogenmafia schützen. Die Zivilisten stehen für 6 Missionen von jeweils 7 Tagen bei Cora unter Vertrag. Wir begleiten eine davon. Die Männer werden zunächst in ein Lager von Cora gebracht. Einer von ihnen ist Lolin Shupingava. Eigentlich ist Lolin Bauer. Für seinen neuen Nebenjob hat ihn die Geheimpolizei detailliert überprüft. So will sie verhindern, dass sich die Drogenmafia in Cora einschleicht. Ich bin traurig, von meiner Familie getrennt zu sein. Aber die Tage gehen schnell vorbei. Lolin wird jetzt von Kopf bis Fuß für den Drogenkrieg ausgerüstet. Eine Mission von 7 Tagen kostet rund 200.000 Euro. Das Geld bekommt Cora zum größten Teil aus dem Ausland. Die Truppe fährt ins Einsatzgebiet. Ein kleines Dorf in der Region San Martin im Norden des Landes. Allein in dieser Region wurden letztes Jahr die Felder von fast 1.500 Bauern zerstört. Doch es gibt schon wieder etliche Felder mit illegalem Koka. Die Männer sollen sie vernichten. Der Kampf gegen Drogen beginnt mit einer Warnung für die zivile Truppe. Wenn ihr Schüsse hört, dann legt euch auf den Boden und gruppiert euch. Niemand redet, keiner dreht durch. Wir haben alle Familie, haben Vater und Mutter, die zu Hause auf uns warten. Ich hatte die Möglichkeit, etwas anderes zu arbeiten. Aber die Bezahlung hier ist besser. Umgerechnet rund 18 Euro verdient Lolin pro Tag. Das ist ungefähr das Doppelte des peruanischen Durchschnittslohns. Allerdings wird der Mut, durch ein Dorf wütender Bauern zu marschieren, in den Preis mit eingerechnet. Die Menschen hier kennen die Männer mit den schwarzen Helmen. Sie wissen genau, was jetzt passiert. Einsicht gibt es aber trotzdem keine. Für mich ist das nicht fair. Der Cora-Einsatzleiter schickt seine Männer auf das erste Feld. Doch dann entdeckt er den Bauern, Eulogio Pumachaico. Die Situation ist schwierig. In Peru wird Koka seit 4000 Jahren für medizinische und religiöse Zwecke genutzt. Heute wird hauptsächlich Kokain daraus. Der Staat vergibt Lizenzen für den legalen Anbau. Eulogio hat keine. Wir wissen, dass ihr kommt und bauen trotzdem an. Ja, auch wenn ich es weiß.
Das ist risikoreich. Die Pflanzen sind wichtig für die Schulkosten und für Essen. Ohne Lizenz kann Eulogio sie nicht legal verkaufen. Also werden sie, wie fast 90% des gesamten Coca Perus, zu illegalen Drogen. Eulogios 2 Hektar werden vernichtet. Pro Jahr wären das rund 14 Kilo Kokain im Wert von über 700.000 Euro gewesen. Auch Kakaofarmerin Isabel Sevillano hatte 2 Hektar Coca, bevor Cora alles zerstörte. Die Mutter von 3 Kindern erinnert sich an den Tag, an dem sie alles verlor. Ich hatte immer Angst, bin in den Regenwald gerannt, habe alles zurückgelassen und mich in den Bergen für 1 bis 2 Tage versteckt. Wer in Peru illegal Coca anbaut, wird nach der Zerstörung der Felder polizeilich verwarnt. Baut man es wieder an, droht Gefängnis. Sie reißen deine Pflanzen aus. Sobald sie weg waren, sind wir rausgekommen. Aber was ist noch übrig, um die nächsten 3 bis 6 Monate essen zu können? Auch Eulogio muss jetzt zusehen, wie seine ganze Ernte vernichtet wird. Doch wie der Cora-Einsatzleiter herausfindet, nicht zum ersten Mal. Wenn wir die Koordinaten von dem Feld mit dem GPS prüfen, können wir sehen, dass wir das gleiche Feld bereits zuvor vernichtet haben. Das bedeutet, es handelt sich um einen Wiederanbau. Doch wo ist der Bauer? Bis vor wenigen Minuten saß er noch auf seiner Terrasse. Jetzt geht Eulogio auf die Truppe zu. Ihm droht Gefängnis. Seine Ernte ist vernichtet. Wie wird er reagieren? Über eine Festnahme muss der Staatsanwalt entscheiden. Die Polizei beobachtet ihn erstmal nur. Es sei denn, sie muss sofort handeln. Ja, es ist gefährlich. Aber mit unserer Arbeit zerstören wir illegales Coca, damit es nicht so schlimm wird wie in der Vergangenheit. Haben Sie Angst? Ja, wie jeder. Sollte mir was passieren, lasse ich eine Familie zurück. Ja, ich habe Angst. Manchmal wehren sich die Bauern auch. Cora gibt an, sie hätten seit Beginn des Programms 1983 mehr als 313.000 Hektar Coca-Felder vernichtet. Das entspricht in etwa der Größe Polens. Der Frust über die zerstörten Felder entlädt sich oft auch in Gewalt. Eulogio will jedoch nur retten, was zu retten ist. Die Polizei lässt ihn die Blätter einsammeln für seinen privaten Konsum. Die Pflanzen selbst werden vertrocknen. Ja, ich kann das verstehen, dass er sauer ist. Aber ich weiß, dass er später verstehen wird, dass das illegale Coca, das wir zerstören, nicht gut für unsere Gesellschaft ist. Während Cora die illegalen Coca-Felder zerstört, bereitet sich ein anderes Team auf seinen Einsatz vor. Es gehört zu DEVIDA. Diese Organisation glaubt, eine Lösung für die Bauern zu haben. Schokolade. Nach dem Prinzip der zweiten Chance will DEVIDA den Bauern eine Alternative geben, um ehrlich Geld zu verdienen. Dafür besuchen Mitarbeiter die Dörfer, nachdem Cora die Felder zerstört hat. Sie wollen die Menschen davon überzeugen, Kakao statt Coca anzubauen. Seit 2003 hat DEVIDA so 40.000 Hektar illegales Coca zu Kakao umgewandelt. Damit ist jedoch nicht jeder Bauer einverstanden. Die passen auf uns auf. Zur Sicherheit. Viele Bauern kennen sich nur mit Coca aus. Sie bauen es seit Generationen an. DEVIDA bietet daher Kurse für den Anbau von Kakao an. Auch Isabel bekommt wieder eine Lehrstunde. Das Team von DEVIDA fährt zu Isabels Feldern. In der Region San Martin sind mittlerweile fast 98% der Kakaobauern ehemalige Coca-Bauern, also ehemalige Kriminelle. Sie produzieren nun 1/3 des gesamten peruanischen Kakaos. Wo früher Coca-Pflanzen für die Drogenproduktion standen, zeigt heute Agrartechniker Royer Isabel, wie sie mit dem Kakao umgehen soll.
Du musst die kranken Früchte und Blätter abschneiden, damit sich die Krankheit nicht ausbreitet. Kakao erfordert wesentlich mehr Arbeit als Koka. Und geerntet wird er auch nur einmal im Jahr. Es war vorher leichter. Bei Koka können wir nach 3 Monaten die Blätter ernten und verkaufen. Die größte Herausforderung ist der internationale Kakaopreis. Mit Koka hat Isabel früher das 5- bis 6-fache verdient. Deshalb bauen rund 10% der Bauern wieder illegales Koka an. Es ist ein Job, den noch nicht mal Rambo machen könnte. Da dieses Gebiet immer wieder rückfällig wird. Die größte Herausforderung ist daher, die Haltung der Menschen dauerhaft zu ändern. Wie wichtig ist Ihnen Schokolade? Für Isabel bedeutet sie ein neues Leben. Ich komme in 15 Tagen wieder. Ich möchte, dass du bis dahin allein weitermachst. Es ist schade, wenn sie gehen, denn sie bringen dir neues Wissen bei. Und wir sind dankbar für das, was sie uns lehren. Wir bewahren dieses neue Wissen. Kakao als zweite Chance für Koka-Bauern, um nicht ins Gefängnis zu wandern. Und der gleichzeitig dem Drogenanbau Grenzen setzt.